lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Saint. warte mal, kann ich das Bild ein bisschen ziehen? Das ist, glaube ich, besser, so genau. Willkommen zurück. Wie schön, dass ihr da seid. Und lasst uns doch direkt beginnen. So, es wird vermutet, dass der Professor der Killer ist und der Entführer und Serenas Mörder. Und derjenige, den Serena möchte. Aber ich vermute da was anderes. Grund daher nicht ist die Story selber aus dem Spiel heraus, sondern vielmehr, was der gute Bernd Funke, der ja den Professor hier eben halt darstellt, ich will nicht sagen dummerweise was, aber er hat was gespoilert tatsächlich. Er hat ein Bild tatsächlich geschickt und gesendet und das schon vor ein paar Wochen. Ne? So, los geht's. Findest du das alles nicht auch mehr als eigenartig? Der Prof hat alles getan, um uns zu helfen. Ja, das stimmt nämlich auch. Ihr müsst mal, ne? Ich erinnere dich an die Makler-Geschichte, die er mit Chiara durchgezogen hat. Ihr hört den Wind pfeifen draußen, ne? Ja. Sehr stürmisch im Norden. Er hat in der Uni nach wichtigen Infos gesucht und er wollte Ruby retten, bevor sie sich... Was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, dass die Tür auf ist und die Waschmaschine läuft. Oh, ich muss mal ganz kurz einen Break machen. Der gute Yannick hat sich hier gerade komplett ausgetobt, während ich hier gerade mal die Tür zugemacht habe, damit ihr das nicht mitbekommt, wie unsere schöne Waschmaschine läuft. So. Was ich eigentlich damit sagen möchte, nur durch den Prof wissen wir überhaupt, dass es sich bei dem Geistermädchen Serena handelt. Wie sollte er das tun, wenn er selbst hinter einem steckt? Und warum sollte er sich freiwillig als Mörder zu erkennen geben? Das ergibt nur Sinn. Glaubst du wirklich daran, dass er der Killer, glaubst du wirklich daran, dass der Prof ein kaltblütiger Killer ist? Ich tue das nicht. Ich sehe es genauso wie du. Es tut mir leid, Yannick. Aber wir müssen mein Handy leiser machen. Alles nervt hier gerade, ne? So, komm, mach leiser. Oh, jetzt geht das Handy aus. So. Jetzt haben wir es. Leute, es tut mir leid, Yannick. Aber wir müssen davon ausgehen. Ich weiß gerade selbst nicht mehr, was ich glauben soll. Nein, ich sehe das genauso wie Yannick. Ne? Danke, Tom G. Ja, mit dem Windpfeifen, das kann ich jetzt nicht mehr abstellen. Das geht nicht. Solange seine Schuld nicht bewiesen ist, wird mich keiner davon überzeugen können. Und auch wenn es vielleicht unser aller Leben retten würde, ich hoffe, ich liege richtig und unser Prof ist unschuldig. Das denke ich auch. Das denke ich, das glaube ich auch. Gut, dass er uns nochmal privat angeschrieben hat, ne? Ja. Oh, Organparty, Helmut Strasser. Wir sind inzwischen bei Herrn Krugers Wohnung angekommen. Es steht kein Auto in der Einfahrt. Und auch nach mehrmaligen Klingeln öffnet niemand. Ja, aufmachen. Ja. Worauf warten Sie noch? Brechen Sie die verdammte Tür auf. Es besteht ja auch nun dringend der... dazu wollte ich gerade eben kommen. Die brauchen dafür, glaube ich, keinen Durchsuchungsbefehl. Mein Kollege fordert gerade einen Gerichtsbeschluss für die Durchsuchung an. Ich glaube, wenn Gefahrenverzug ist, dann dürfen sie, glaube ich, die Tür gleich so aufmachen. Dafür brauchen die, glaube ich, keinen Durchsuchungsbefehl. Da in diesem Fall jedoch zweifellos Gefahrenverzug ist, werden wir uns dennoch direkt Zutritt verschaffen. Ich melde mich, sobald ich mehr weiß. Ja, okay. So, Chiara, kannst du die Polizei hören? Ich glaube nicht, dass der Prof Chiara wirklich bei sich zu Hause festhält. Gott sei Dank, dann ist Chiara gleich in Sicherheit. Chiara wird wohl nicht mehr antworten, was? Chiara ist immer noch offline. Was machen wir, wenn sie nicht in der Wohnung ist? Verdammt, ich habe solche Angst um sie.
Gleich wirst du wieder mehr, Cedric. Achso, ich muss gucken, dass ich nicht die. Und selbst wenn Kiara nicht dort ist, finden wir Helmut in der Wohnung womöglich hin. Findet Helmut womöglich in der Wohnung Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Ich sehe das ähnlich wie Henry. Wir müssen jetzt einfach beten, dass der ganze Spuk gleich ein Ende hat. Apropos, was ich mich hier frage, haben wir den Fluch jetzt gebrochen? Wir haben Serenas Mörder gefunden. Kann sie uns dann nichts mehr anhaben? Sie ist noch hier. Andernfalls hätten wir es gespürt, dass der Fluch gebrochen ist. Eieiei. Und so pauschal kann ich das leider auch nicht beantworten. Ich hatte bereits mit Geistern zu tun, denen war es genüge, ihren Mörder offenbar zu wissen. Andere forderten ein Geständnis. Oder finden es Ruhe, wenn sie ihre Rache bekommen haben. Und woher sollen wir wissen, was Serena will? Ja, das ist die Frage, ne? Das wird ja immer besser. Wir werden Serena helfen, ihre Rache zu bekommen. Ja, die Frage ist, will sie überhaupt Rache? Ja, wahrscheinlich. Wer will schon so aus dem Leben gerissen werden? Und zusätzlich noch mit Kind? Das ist eine Scheißsache. Ja. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal darauf, Kiara zu befreien. Leute, ich konnte Kiaras Zweithandy orten. Super. Yannick, es tut mir leid, aber deine Zweifel waren unbegründet. Oh. Und jetzt? Tada. Oh. Das ist ja geil. Das ist ja mal so ein GPS-System. Der Hammer. Wie sich das hier alles bewegt und so. Krasser Shit. Wie konnte ich mich nur in dem Prof so täuschen? Strasser, schnappen sich diesen Mistkerl. Hey, das schmeckt echt lecker. What? Huch, melde mich. Bist du da? Ist der absolute Horror. Tina, sie war eben bei Carina. Sie hat bestimmt 10 Minuten lang Sturm geklingelt. Und wie verrückt gegen die Haustür gehämmert. Hör dir das mal an. Du musst sofort damit zur Polizei gehen. Du bist in Gefahr, Hannah. Die ist unberechenbar. Wie konnte sie nur wissen, wo du bist? Mittlerweile glaube ich das auch. Toms, ich melde mich gleich nochmal. Ja, okay. Ja, okay. Was hat die mit der Geschichte zu tun? Diese Geschichte mit Hannah und unsere Geschichte. Sie dreht gerade völlig durch vor der Tür. Was hat das miteinander zu tun? Ist das eine wichtige Verknüpfung? Oh, Nora. Jetzt fehlt auch noch Nora. So. So, ich bin endlich bei meiner Tante zu Hause angekommen. Irgendwie habe ich jetzt Schuldgefühle dir gegenüber. Warum? Nur weil meine Ex so durchdreht? Nee. Mein unmoralisches Angebot war schließlich der Auslöser für den ganzen Stress mit Lea. Aber dass sie so zu solchen hinterhältigen Mitteln greift, damit habe ich absolut nicht gerechnet. Ich auch nicht, Nora. Lassen wir das Thema am besten. Du hast nichts falsch gemacht, Nora. Ja, ich auch nicht, Nora. Was? Das macht ja einfach über Licht an, ne? Die nimmt meine schaurige Stimmung weg, die Inkarte. Kommt hier rein und macht dir einfach Batzlicht an. Meine Ankunft hier in Deutschland habe ich mir etwas anders vorgestellt. Erst die Sache mit Lea und dann diese gruselige Puppe. Puppe? Als meine Tante und ich eben angekommen sind, lag eine Puppe neben der Haustür. Wir haben uns so erschrocken. Die sah so unglaublich verstörend aus. Ja, zeig mal ein Bild.
Es war fast so, als würde mich die Puppe direkt anstarren. Ich habe ein Foto von ihr gemacht. Das will ich doch mal offen. Möchtest du es sehen? Ja, unbedingt. Ja, das interessiert mich total. Ja, bitte. Ach, die ist doch niedlich, die Puppe. Also da. Sind die irre? Ob die doof sind, wa? Das war das erste Mal, dass ich mich so richtig hammerhart erschrocken habe. Inka ist so gerade so geil, die guckt hier gerade um die Ecke, um die Puppe zu sehen. Und die hat sich trotzdem, obwohl sie keinen Ton gehört hatte, erschrocken. Oh Mann, Kinders, Alter, ehrlich. Oh, diese Arschlöcher. So, ich muss mal gleich nachher Dings anschreiben. Hier, das geht so gar nicht. Gott, habe ich mich erschrocken. Sicherlich nur ein dummer Streich. Was hast du mit ihr gemacht? Ich sag doch, die ist furchtbar. Ich habe sogar für einen Moment gedacht, dass sie sprechen würde. Ich weiß sie doch selber, selbst, dass ich mir das nur einbilde. Aber lass uns das Thema wechseln. Ja, wir treffen uns noch, ja, keine Sorge. Schau mal, was ich mir aus, schau mal, was meine Tante aus der Stadt mitgebracht hat. Was ich meine Tante aus der Stadt mitgebracht habe. Oh, komm rein, Horn. Ja. Die ist dir sicherlich zu kitschig, richtig? Nein, ich find's lustig. Ein wenig schon. Deine Tante muss es ja gefallen. Ja, darüber wollte ich noch mit dir sprechen, aber das machen wir ja später. Ja. Ich fand das so süß. Komm rein, Horn. Bin jetzt mal gespannt, was meine Tante dazu sagt. Ich werde es dir berichten. Ja, super. Toll. Ich gehe diese scheußliche Puppe jetzt erstmal entsorgen. Küsschen aufs Nüsschen, Rötzchen aufs. Ah, Helmut Strasser. Sie hatten mit ihrer Vermutung leider recht. Okay. Die Wohnung ist verlassen. Ja, was anderes hätte man ja nun nicht erwartet. Oder einen Keller gibt es nicht. Allerdings konnten wir Kiaras Handy sicherstellen. Aber schauen Sie, auf was ich gestoßen bin. Tja. Ja. Ja. Toll. Dieser kranke Mistkerl, was geht nur in ihm vor? Meint ihr, Chiara hatte mal was mit dem Prof? Er scheint total vernarrt in sie zu sein. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Das ist aber sehr, sehr merkwürdig. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Niemals Chiara und ich hatten gestern Nacht über alles gesprochen. Sie hätte mir davon erzählt. Vor allem nach der Sache mit Leitner. Ich kann mir auch das nächste vorstellen. Sie ist in Lebensgefahr. Davon hätte sie jetzt so davon erzählt. Für mich sieht es eher aus, als wäre Herr Kruger krankhaft in sie verliebt. Sowas kennen wir. Kira hat ihr Handy immer noch nicht eingeschaltet. Ach, ausgeschaltet. Aber der Sinn ist derselbe. Dieses miese Schwein. Okay. Wo hat dieser Hurensohn sie bloß hingebracht? Sag mal, Cedric. Jetzt aber langsam mal, ne? Ich breche ihm sämtliche Knochen. Cedric, das hilft uns jetzt nicht sehr weiter. Helmut, konntest du noch irgendetwas finden? Irgendetwas, das auf Kiaras Aufenthaltsort hindeutet? Bisher leider negativ. Das Team der Spurensicherung ist noch nicht eingetroffen. Aber ich bin gerade dabei, Herrn Krugers Büro zu durchsuchen.
Bis dahin bitte ich Sie. Ja? Jetzt wurde er selber ermordet. Moment, ich höre etwas. Okay. Telefonieren geht auch, ne? Kann man viele Sätze sagen, ohne mal zu schreiben, und man hat, ja, braucht weniger Zeit dafür. Helmut? Helmut? Das kommt von oben. Mein Rat, ne? Telefonieren ist besser. Ja, vielleicht mal hochgehen. Ja, das wird wohl Chiara sein. Ich gehe jetzt nach oben. Sollte der Professor bei ihr sein? Bitte bringen Sie Chiara nicht in Gefahr. Cedric hat recht, wir wissen nicht, wozu er für noch fähig ist. Ein Kommissar wird schon wissen, was er tut. Ja, das denke ich nämlich auch. Wie ist das nur möglich? Es war nicht Chiara. Was? Oh. Das ist ja, definitiv krank. Was zur Hölle? Helmut, geht's dir gut? Den Umständen entsprechend. An diesen kranken Mist werde ich mich nie gewöhnen. Ja, aber er ist ja schon seit 2000 Jahren Kommissar hier, Polizeibumsen. Da kommen die Jungs von der Spurensicherung. Wir stellen jetzt erstmal die Bude auf den Kopf. Wie konnte ich nur so blind sein? Eigentlich lag die Zeichen doch auf der Hand. Wovon redest du? Meinst du den Prof? Welche Zeichen meinst du? Erinnerst du dich, als Chiara beim Sezieren umgekippt ist? Wie liebevoll sich dieses Schwein um sie gekümmert hat? Ich könnte kotzen, wenn ich nur daran denke. Wie er sie stützend ins Krankenzimmer begleitet hat. Und dann noch diese Fotos. Besonders dieses hier. Naja, ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Wer hat die denn gemacht? Die Fotos? Die sollte ich machen, weil er sie angeblich für die Uni-Zeitung wollte. Dabei wollte er sie nur für seinen privaten Vergnügen. Ja. Mach dir keine Vorwürfe. Er hat uns alle getäuscht. Wolf hat es die ganze Zeit geahnt. Wir hätten auf ihn hören sollen. Ich bin immer noch komplett fassungslos. Nee, Wolf ist immer, ist Spürenhasser. Ich meine, er kennt das ja schon. Er hat schon mal zweimal solche Szenarien durchgespielt. Und da hat er schon so ein bisschen Erfahrung mit so etwas. Ich kann ja nicht mehr tatenlos rumsitzen, mir vorzustellen, was er ihr antut. Ich fahre jetzt einfach los. Und dann? Und wenn ich die ganze Stadt absuchen muss? Cedric, das bringt doch nichts. Alles ist besser, als tatenlos rumzusitzen. Wo willst du denn die suchen? Wir haben keine Anhaltspunkte. Wenn er etwas weiß, vielleicht weiß er ja was. Vielleicht hast du recht. Ja, danke. Danke. Aber was soll ich bitte sonst tun?
abwarten, bis er Kiara etwas noch Schlimmeres antut. Ja? Huch. Ah, guck mal. Die Fesseln. Ich konnte mich befreien. Geil. Mein Daumen. Ich glaube, er ist gebrochen. Ja, das hast du wahrscheinlich selber gemacht. Sieht nicht gut aus. Naja, komm. Aber da flutscht die, kommt sie durch. Ne? Mutig, 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 das Mädchen. Ich werde jetzt versuchen, hier rauszukommen. Gott stehe mir bei. Kiara, der Prof ist nicht zu Hause. Er könnte noch bei dir sein. Sobald du weißt, wo du bist, gib uns Bescheid. Sei vorsichtig, wir wissen nicht, welche Vorkehrungen er getroffen hat. Du meinst, dass er irgendwelche Fallen gelegt hat? Bitte pass auf dich auf, Kiara. So, Hannah. Sie ist endlich verschwunden, aber sieh dir das mal an. Oh, was? Hannah, bleib bei mir. Emily, Tina. Wow, spooky. Links und rechts von mir. Das sind die zwei verschiedenen Persönlichkeiten, die in ihr schlummern. Also eine gute und eine böse? Ich brauche dich, ich brauche ganz dringend, die braucht ganz dringend Hilfe. Wie krank ist die denn? Aber was bezweckt sie damit? Genau. Das sieht so Life is Strange-mäßig aus, irgendwie. Wer das gezeichnet hat, das ist gut, das finde ich gut. Karina hat eben mit ihrer Schwester telefoniert, sie ist Psychologin. Sie geht davon aus, dass sie Tina unter einer wahrhaften Liebesstörung leidet. Ich wusste bisher nicht einmal, dass es so etwas gibt. Ich glaube, die Psychologin, von der sie gesprochen hat, ist hier Annalena. Oh Gott. So, beim Liebeswahn besteht das zentrale Warnthema darin, von einer anderen Person geliebt zu werden, ohne dass diese davon weiß. Meist handelt es sich um eine idealisierte romantische Liebe oder eine seelische Verbundenheit. Sexuelle Aspekte sind eher zweitrangig. Okay. Aber sie kennt dich doch kaum. Sie sind nicht verliebt? Denkst du wirklich, das könnte etwas daran sein? Warte mal. Genau, darüber haben wir uns auch gewundert. Karinas Schwester sagte, dass sich so ein Wahn normalerweise über Jahre hinweg langsam aufbaut. Ich weiß wirklich gerade nicht, was ich denken soll. Ja, wer weiß das schon, ne? Eins ist jedoch sicher. Sobald ich morgen die letzten Sachen aus der WG geholt habe, werde ich direkt zur Polizei gehen. Ich hoffe, dieser Albtraum hat endgültig ein Ende. Das hoffe ich auch. Sei bitte vorsichtig. Alles wird gut, Hannah. Das wäre, glaube ich, so eine geile Spin-off-Story, ne? So, The Sign Spin-off. Ihre Geschichte, glaube ich. Das wäre eine richtig geile Spin-off. So diesen Horror, den sie durch. Das wäre geil, Alter. Darüber nochmal so ein. Das wäre geil. Danke, dass du immer für mich da bist. Bis morgen. Okay. Das wäre doch geil, ne? So ein Spin-off über diese Hannah-Story. Das wäre mega cool. Verdammt, wo bin ich? Ich finde den Ausgang nicht. Ich stehe vor einer Leiter. Ja, das ist doch schon mal gut. Ich glaube, die führt nach draußen. Ja, dann. Doch die Luke ist mit einer Stahlplatte verdeckt. Ja, das ist schade, ne? Bestimmt auch abgeschlossen. Die Stahlplatte können wir jetzt nicht unbedingt sehen. Aber die Leiter sieht schön aus. Eine schöne Leiter. Fuck! Er kommt. Versteck dich. Was ist? Ja? Was ist? Chiara! Thank you.
ist hinter mir her. Verdammt, ich muss den Ausgang finden. Das ist voll spooky, Alter. Lauf, Schlampe, lauf. Okay. Lauf, Chiara! Ne, das Laufschlappe Lauf kommt von Scary Movie, falls ihr das nicht kennt. Guter Film. Witziger Film. Oh mein Gott! Er jagt sie! Fuck! Also, fuck. Er hat ihre Flucht bemerkt. Du musst dich verstecken. Verdammt, beeil dich, Chiara! Such dir irgendwas, um dich zu verteidigen. Verdammt, was soll sie denn machen? Ich glaube, verteidigen, das kriegst du nicht auf die Kette. Verdammt, beeil dich. Ja, und wenn sie die ganze Zeit im Kreis läuft und dann denkst, ja, du musst dich verstecken. Nun, er weiß, dass sie da ist, in diesem Keller oder wo auch immer sie steckt. Er wird sie irgendwann mal finden oder aushungern lassen. Also beeil dich. Genau, wenn du jetzt so rausgeschafft hast, kannst du dir nach Hilfe rufen. Wir dürfen Chiara nicht im Stich lassen. Wer weiß, was der Prof ihr antut, wenn er sie findet. Wenn er so in so verliebt ist, wird er sie bestimmt in nichts töten. Ihr habt ihn doch im Hintergrund gehört. Er ist komplett unberechenbar. Ich habe es Tommy schon gesagt. Ich werde nicht mehr länger an der Seitenlinie stehen und zuschauen. Oh, er will mitspielen. Ich werde jetzt losfahren und Chiara suchen. Und wenn ich dafür gottverdammte Stein umdrehen muss, ja, mach das, mach das. Und schaust du in den Stein, erblickst du Ameisen, die gut gedacht. Okay. Ach, ihr Liebchen, das bringt doch nichts. Wir wissen doch gar nichts, wo sie sich festgehalten wird. Ich kann nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Das ist mir scheißegal. Und davon zwei, drei. Dann lass uns zumindest strukturierend an die Sache rangehen. Diese vielen Gänge und Räume. Eine Bibliothek. Eine Sabbatenkammer. Das sieht für mich nicht einem gewöhnlichen Wohnhaus oder Keller aus. Eher nach einer Art leerstehende Fabrik. Hm, das stimmt auch, aber mit einer Unterdingsdeckelbums. Mein Team ist bereits dabei, diese Nähe einzugrenzen. Was ich aber leider schon sagen kann, meine Stimme geht weg. Auf Herr Krüger ist kein weiteres Gebäude gemeldet. Aber wie eine Fabrik sieht das für mich auch nicht aus. So viel verlassene Fabriken wird es ja wohl nicht in dem Kreis geben. Ja, kannst du schon sagen, um was sich das Gebäude handelt? Die wird natürlich... Ja, warte mal. Hier, stopp. Hier, Mr. Mörder. Warte, ich muss mal kurz... Alles klar. Nee, ich glaube, für eine Fabrik... Ja, aber es ist ein Keller definitiv. Hm. Na komm. Da täuschen sich, Tomji. Okay. Tatsächlich sind wir gerade dabei, die Baupläne von knapp 60 Gebäuden auszuwerten. Buh. Ich kann deinen Herzschlag hören. Romantisch. Schade. Das war jetzt. Ich hätte mal was sagen. Ah, nee, wenn sie was sagt, dann ist er. Oh, ist auch wieder doof. Dann hat er sie ja gleich, ne? Tina? Tomji? Oh nein. Tomji, wir müssen uns beeilen. Was? Sie darf nicht mitbekommen, dass ich dir schreibe. Hä? Wer darf nicht mitbekommen, was?
Emily. Sie war heimlich an Hannas Handy. Sie hat eure Nummer, sie hat eure Nachrichten gelesen. Okay, deswegen weiß sie auch, wo sie steckt. Okay, macht Sinn. Ich habe ihr gesagt, sie soll das nicht tun, aber sie hört nie auf mich. Tomji, ich will dir jetzt sagen, Tomji, was ich dir jetzt sage, kann über Leben und Tod entscheiden. Du musst Hannah davon abhalten, dass sie uns verlässt. Sie darf nicht aus unserer WG ausziehen. Sonst wird Emily ihr etwas antun. Hannah ist in großer Gefahr. Und du auch. Emily ist wütend auf dich. Warum? Emily, du machst mir Angst. Wie kommst du darauf? Ich habe es auf einem Handy gesehen. Ich werde ihm das schlagende Herz oder was. Das ist aber sehr merkwürdig. Wieso denn? Wie können die denn untereinander? Geh mal weg. Wie können die denn untereinander WhatsApp schreiben, wenn sie eine gespaltene Persönlichkeit ist? Hat sie einen eigenen Kontakt, ein anderes Handy, was weiß ich? Aber wo davon? Das ist merkwürdig, oder? Ja. Bitte pass auf euch auf. Sie ist sehr böse. Er scheint weg zu sein. Ich habe solche Angst. Wie sicher bist du dir? Worauf wartest du? Du musst einen Ausgang finden. Kannst du ihn noch hören? Ja, wenn er weg ist, dann wird sie ihn nicht mehr hören können. Er hat vor ein paar Minuten wütend den Raum verlassen. Ich habe ihn aus der Ferne noch fluchen hören. Ich will hier nur noch raus. Ja, aber wahrscheinlich muss sie erstmal drinnen bleiben. Das kann auch eine Taktik sein. Wenn sie sich sicher fühlt, geht raus und schwuppdiwupp die hatte. Warte, Kira. Hast du noch irgendwelche Anhaltspunkte, die uns zu dir führen können? Hast du irgendwelche Schilder gelesen, ja? Gab es Fenster, konntest du die Umgebung sehen? Gibt es Objekte, durch die du oft uns... Genau. Ich werde langsam mundtaub irgendwie. Ich glaube, ich muss gleich immer aufhören. Ich habe gehofft, wir schaffen dieses Kapitel noch zu Ende. Gute Anmerkung, Tomji. Dankeschön, dankeschön. Kira, hast du irgendwelche Maschinen, Gegenstände gesehen? Die darauf schließen lassen, für was das Gebäude früher genutzt wurde. Nein, gar nichts. Was? Hier ist alles total runtergekommen. Außer irgendwelchen Schutt und Gittern sind die Räume leer. Ich habe jetzt lang genug gewartet. Ich will ihn nur noch raus. Am Ende des Korridors kann ich ein Licht sehen. Vielleicht ist das der Ausgang. Warte, das könnte eine Falle sein. Ja, eben genau das. Das scheint die einzige Möglichkeit zu sein. Sei so leise wie nur möglich. Das Risiko muss ich eingehen. Oh, schade, arme Kiara. Es war nett, dich kennengelernt zu haben. Das fand ich sehr toll. Ich weiß, dass du es schaffst, Kiara. Helmut hat die Spurensicherung vielleicht noch etwas Hilfreiches finden können. Nein, Herr Kuger hat scheinbar sämtliche Spuren gut verwischt. Jetzt fahre ich aber erstmal zurück zum Präsidium. Wir haben in einer halben Stunde eine kurze Einsatzbesprechung. Dann weiß ich hoffentlich mehr. Fuck, dieser Mistkerl. Was ist los? Er hat überall Scherben verstreut. Ist sie barfuß? Ach ja, war sie ja, stimmt, genau. Hat ja die Dings gemacht, ne? Diese die Schuhe ausgezogen.
Das hat Bruce Willis auch geschafft und stirbt langsam eins. Komm, das kriegst du auch hin. Mein ganzer Fuß blutet. Ja, das tut mir leid. Ich kann vor Schmerz kaum auftreten. Nimm dir eine Glasscherbe als Waffe. Verbinde deinen Fuß, sonst hinterlässt du Spuren. Ja, mit was denn? Ja, mit ihren Klamotten. Okay, ich reiß mir ein Stück Pullover ab und verbinde es damit. Wie sieht es aus? So, schack und schack. Das war einfach mal so eben abgerissen, kein Problem. Dr. Leitner. Nee, Kinder, dann machen wir noch ein bisschen, dann machen wir eine Pause ab hier jetzt, ne? Finde ich auch. Dann machen wir mal den nächsten weiter. Ja, wie das wohl ausgehen mag. Ich hätte nicht gedacht, die sagen von wegen Kapitel und so, ne? Die wollten ja nur 4 rausbringen. Und mussten das splitten wegen Corona. Und das ist jetzt ein kurzes Kapitel. So kurz finde ich das jetzt irgendwie gar nicht, ne? Also, Kinderchen, bis zum nächsten Mal.